Und herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder hier in unserer Schatzkammer. Heute wieder was Spezielles für euch vorbereitet. Das Dino-Ei ist auf jeden Fall riesig und mit mehr als 25 verschiedenen Überraschungen, von denen wir uns jetzt Stück für Stück überraschen lassen. Das wird definitiv ein Spaß, denn wer kennt denn Ice Age nicht? Wir haben in der Vergangenheit bereits ein ähnliches Dino-Ei ausgepackt und wir sind gespannt, was jetzt bei dem hier so alles auf uns zukommen wird. Hier haben wir einen Flyer dabei, den schauen wir uns natürlich sofort an. Hier sind, glaube ich, Sachen drauf, die man eventuell auspacken könnte. Auf der Rückseite sehe ich hier so einige Felder und die werden wir bestimmt später noch aufrubbeln. In dieser Tüte sollten all unsere Überraschungen drin sein und da ist auch ziemlich schwer, also können wir uns auch darauf einstellen, dass uns so einiges erwartet. Also die Sachen sehen schon mal ziemlich cool aus. Wir machen etwas Platz und nehmen das kleinste zuerst. Weitere kleine Dino-Eier und wir gucken mal, was in denen so alles drinsteckt und packen einen nach dem anderen aus. Ziemlich gut verpackt, also scheint doch nicht so einfach zu sein, wie es aussieht. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir müssen nur noch wissen, wie, und jetzt haben wir es. Direkt mal Fail und aus der Hand gerutscht, aber wir haben unseren Inhalt und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier einen Dinosaurier. Und falls wir Dino-Fans unter uns haben, die sich mit Dinosauriern auskennen und die Namen von denen zumindest wissen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Dinosaurier wir heute alles in unserem Video ausgegraben haben. Es hat auf jeden Fall ziemlich cool angefangen. Es scheint Charakter aus Ice Age zu sein und die Dinos sehen auf jeden Fall ziemlich nice aus. Also diesen Burschen müssten, glaube ich, sehr viele von euch kennen, denn einer der berühmtesten aus Ice Age. Wir haben natürlich noch so einige Eier hier vor uns liegen und die packen wir auch mal auf die Schnelle aus. Das sollten mal die letzten zwei Überraschungseier sein und da gucken wir jetzt auch mal, welche Dinos in den beiden steckt. Wir haben zwar nur noch zwei, aber mir ist gerade aufgefallen, dass dieses Ding hier zu den Eiern dazugehören könnte und eventuell die man da drauf stellt. Das testen wir jetzt natürlich einmal kurz aus, damit es auch seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, sie fallen zu lassen war hier doch die einfachere Methode und ich sehe, glaube ich, wir haben hier einen Zwillingsbruder. Bruder und Schwester könnten es auch sein oder eventuell auch Zwillingsschwestern. Und das letzte Ei ist hier auch somit am Start, sodass wir uns den größeren Verpackungen widmen können, weil ich bin schon gespannt, was in dem so drinsteckt, wenn schon in den kleinen so coole Sachen rauskommen. Und wir werfen mal zuerst einen kleinen Blick hier rein und wir sehen auch schon leicht, dass wir hier wieder glitschige Hindernisse haben. Aber was soll's, da müssen wir leider durch und den packen wir kurz zur Seite und nehmen uns direkt den nächsten. Und auch dieser fühlt sich ziemlich schleimig an, aber ich glaube, das gehört hier einfach dazu. Aber das Ding hier scheint ganz cool zu sein und ziemlich interessant, daher werden wir den hier mal als erstes auspacken. Eben sah es noch so aus, als wäre in diesem Ding nichts drin, aber mittlerweile hat es schon so einen Vulkaneffekt, aber nicht mit Lava, sondern Eis. Also diese Überraschung ist ziemlich gut gelungen, damit hätten wir nicht gerechnet, aber wir wollen jetzt auch herausfinden, ob es nur danach aussieht oder ob es auch wirklich aus echtem Eis ist. Kalt ist es schon mal? Also kalt ist es schon mal, aber mehr kommt auch irgendwie nicht, also daher holen wir unser Teil mal hier einmal raus. Da bekommt man hier direkt Lust auf etwas Schneeballschlacht, aber fühlt sich ziemlich weich an, muss ich sagen. Ohne lang rumzuzögern, widmen wir uns auch direkt der nächsten Überraschung und wir sind gespannt, was für einen Effekt der uns hier geben wird.
Hier müssen wir etwas Wasser drauf machen. Oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gerade noch gerettet und ich dachte schon kurz, das überflutet jetzt unsere ganze Bude hier, aber auch hier wieder eine sehr gelungene Überraschung. Schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Okay, doch nicht. Diesmal war es angenehmer. Okay, mit dem funktioniert es jetzt doch nicht so, aber fühlt sich auf jeden Fall ziemlich nice an. So, alle Überraschungspakete ausgepackt und jetzt haben wir hier noch unseren Flyer, wo wir hier unsere Felder freirubbeln müssen. Also ich glaube, das hätten wir ganz am Anfang machen müssen, weil hier sind die Sachen abgebildet, die wir gerade so alles ausgepackt haben. Ja, ist so. Und hier habe ich mal wieder eine Überraschung von mir an euch und hier ist wieder unsere Top-Zuschauertafel. Viele Ehrenzuschauer, die in unserem letzten Video mit Hashtag Glocke aktiv kommentiert haben, ganz viele liebe Grüße gehen an euch raus. Und wenn du auch versuchen willst, in unserem nächsten Video auf der Top-Zuschauertabelle zu sein, dann aktiviere jetzt die Glocke und die Benachrichtigung und schreib in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv. Ganz viel Liebe auch an euch. Und hier machen wir mal wieder ein Spiel für unsere krassesten Zuschauer. Und zwar, wenn ihr es schafft, mir in die Kommentare zu schreiben, wie oft wir in diesem Video Überraschung gesagt haben, werden wir all die, wirklich aber auch alle, die es richtig wussten, in unseren nächsten Videos einblenden. Also wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück und vielen lieben Dank für euren Support. Und wir sind soweit am Ende. Unser Exemplar ist fertig gebaut und es war auf jeden Fall lustig und hat ziemlich Spaß gemacht, mit euch gemeinsam das Ei auszupacken. Und falls es euch auch Spaß gemacht hat und in Zukunft weitere solche Videos haben wollt, dann liked auf jeden Fall dieses Video, lasst uns ein Abo da und ganz viel Liebe geht raus, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!